Jens. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Minecraft WG mit der Ria. Hallo. Und Brother. Einen wunderschönen guten Tag. Und die Itzi-Bitzi-Schwarmspinne, die jetzt tot ist. Oh, deswegen sind da Mini-Itzi-Bitzi-Schwarmspinnen, weil da hinten ein Spawner ist. Nice. Läuft bei dir. Ah, hier ist noch Leder. Scheiße, muss ich auch mitnehmen. Ich würde den Spawner ganz gerne noch abbauen. Bleibt hier. Da schwimmt ein Slime rum. Boah, ganz nice. Bald. Den Schleim. Dann nochmal Samen. War hier noch eine Kiste? Da ist noch eine Kiste. Hier schwimmt ein Slime. Nein, das ist gar kein Slime. Das ist ein Fisch mit so einem Creeper-Kopf. Ich denke mal, was ist das? Boah, Rather, dein komisches Gestöhne gerade war perfekt, weil in dem Moment, wo du das gemacht hast, bin ich in ein Loch gefallen. Das heißt, ich hab mich erst recht erschrocken. Ich hab gestöhnt. Du hast so ein komisches Geräusch gemacht. Das hat sich angehört, wie wenn du dich erschrocken hättest. Okay. Fuck. Das ist jetzt ein Problem. Okay, Rather, wo bist du? Bist du noch in der Höhle? Ja. Okay. Sehr gut. Dann mache ich mich dann nochmal auf den Weg hin. Dumm, oder was? Ist ja nie mitgekriegt. Ich bin in ein Loch reingeplumpst und das kommt halt in der Nähe eines Spawners nicht geil. Auch wenn die kleinen Mini-Viecher nichts aushalten, ein, zwei Schläge nur. So ist halt ein Loch trotzdem scheiße. Ja, vor allem, weil man bei relativ wenigen Glücken teilweise schon 400 Leben verliert. Ja. Ich wollte mich halt rausbauen, dann kam das nächste Viech von hinten und ja. Dann hast du plötzlich nur noch 200 Leben und ja. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr, richtig. Ja, ich weiß, ich kann immer voll intelligente Sachen sagen. Nee, nee, du hast ja recht. Voll korrekte. Brauchen wir nicht mehr, dann können wir hier das nochmal eben schnell mitnehmen. So. Eigentlich ja, müsste also dieser Bergbauer-Bauer-Rucksack müsste eigentlich für dich sein, ne? Weil du doch bist unser. Ja, wenn sie mit dem Mining-Zeugs halt macht. Wäre es eigentlich besser für sie, ne? Ja, da muss ich eh demnächst weitermachen, weil ich habe ja dafür extra Quests, die ich machen könnte. Aber ja. Aber Ria hat ja eh gemeint, sie wird das irgendwann mal mit mir machen. Ja. Das was dann können wir das machen. Ja dann nächste. Ja, wobei ich nächste Woche halt eigentlich ganz gerne erstmal ein bisschen in meinem Haus bauen wollen würde, ja, bevor wir da weitermachen. Halt dann, sobald du. Damit das mal ein bisschen geordneter ist, da mehr Platz ist, um überhaupt sich mit dem Thema zu befassen. Alter, bist du für ein Monsterschleim? Wo kommst du denn her? Rather ist zufälligerweise oben in der Kiste ein Schwert drin? Da kann man ja keine Waffen reintun. Ach, ja, stimmt. Ich hätte nämlich einen Copper Warhammer. Da wird schon hinhauen. Oh, ich sehe gerade, was der für einen Schaden macht. 248 Attack Damage. Oh, gar nicht mal so schlecht. Das ist besser als das Schwert. Okay. Ja, notfalls muss Rather einfach kurz mithelfen. Ich muss hier gerade Schleime töten. Ach du Scheiße. Ich habe auch gerade einen getötet. Aber hast du ja eh gemerkt, dass das Zeug auf den Kopf gefallen. Muss ich mal kurz den einen Death Point löschen. Nach Name Tod 2305 und Tod 03. Dann ist das der Tod, als ich gestorben bin. Ich weiß nicht mehr, warum wir das zugebaut haben. Es gab aber einen Grund dafür. Egal. So, wo geht's jetzt wieder raus? Hilfe! Raus! Ach, da geht's runter. Okay, dann geht's hier rauf.
Darf ich unbedingt weggehen oder brauchst du wieder meinen, nee. Ich bin, wir werden uns ja jetzt eh gleich treffen, weil ich gehe ja jetzt wieder runter. Dann kannst du mir schnell irgendwas zum Wehren in die Hand drücken. Im Haus haben Wehren, wir ja. Auch schon eine Kiste für Blaupausen. Ja. Ich glaube, du läufst da nochmal eine Runde, oder? Eventuell. Mach mal das schnelle Laufen. Ach, das schnelle Laufen, ah ja, ja, ja. Ich hab gehört, Hallo. Ich kann ganz schnell rennen. Danke. Seh dich nicht, wo bist ja, du jetzt? Ja, die Treppe, ich bin über dir. So, ja, die Treppe hat. Das haben wir letztes Mal schon erklärt, dass du nicht da warst. Wir haben gesagt, wenn man immer wieder herlaufen muss, dann ist das irgendwie auch ein bisschen. Ja, und ich bin halt durch spannend. Das Loch drunter. Da nimmst du das Schwert da. Danke. Brauchst du noch Rüstung? Bitte nee, noch. Nee, das müsste klappen. Ja. Aber du kannst halt, wenn es ist, notfalls einmal kurz mitgehen, wenn du magst. Das ist nicht weit okay. Von hier aus. Du warst auf der Ebene hier, okay? Ich war auf der Ebene hier, ja. Hier ist noch eine Kiste rum, die hast du nicht kaputt gemacht. Nee. Müssen wir uns angewöhnen, sonst machen wir die immer wieder auf und dann... Ja, aber ich bin noch nicht ganz durch. So, hier vorne liegt mein Zeugs. Deswegen, Achtung, hier ist ein Loch. Oh, fuck, Brother. Die Spinne. Den Spawner weggemacht? Ja. Okay, nice. So, perfekt, danke. Da unten ist mein Grabstein. Oh, da hinten ist noch ein Spawner, cool. Erdbeerbüsche, oh, die nehme ich mit. Noch ein paar Samen. Erdbeeren. Steinschaufel. Empty Antique Atlas. Whatever. Muss ich erstmal hier. Och. Julia, was ist denn los? Gibt's ja nicht, dass mich das Viech da unten so erschlägt. Nee, jetzt ist er. Hier musst du wieder lang, hier hin. Brauchst du jetzt wieder eine Waffe, oder was? Naja, außer du guckst jetzt mal kurz da in das Loch darunter. Hier, nimm dir mal so eine Keule mit, damit du wenigstens etwas in der Hand hast. Ja. Da ist ein Viech da unten. Das muss sterben. Ich nehme den Reward-Bug mit dem hier. Das da? Genau das. Ich glaube, jetzt sind sie alle weg. Danke. Da hinten liegt dein Schwert rum. Das hast du weggeschmissen, so wie es aussieht. Das hat er mir glaubt. Nee, ich hatte mehrere. Deswegen. Ja, dann geh runter. Gut, danke. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ja, dann ist ja gut. Ach ja. Also eine Fackel ist schon heiß gewesen. Drin leckt's wenigstens nicht mehr so. Das war da drunten schon echt böse, also. Ja, glaube ich dir. Ja. Gott, ist das doch immer noch nur so wenig? Nein. Such den Weg nach draußen. Hallo, Weg nach draußen. Hallo, Alex. Ich glaube, ich habe alles. Okay, dann kann ich ja jetzt wieder das machen, warum ich eigentlich hier runtergegangen bin. Um die Weltherrschaft an... Achso, nee, Moment. Okay. Wo kommen wir hier wieder raus, Julia? Hier lang. Achso. Dann da lang. Genau. Da lang? Nee. Nein, hier ist die Höhle. Was? Hier ist die Höhle? Stimmt. Na, hier dann auch nicht lang. Dann ist es genau in die andere Richtung. Da kam ich gerade her, da habe ich den Ausgang nicht gefunden. Links oder rechts, dann gehen wir mal hier rechts. Ne, hier waren die Gitter, das ist falsch. Dann genau da, wo du bist. Ja, ja, ja. Kann nur noch da sein. Ah ja. So, genau. Ich bin hier, weil ich noch ein paar von diesen Stufen mitnehmen wollte. Mach das. Dann gehe ich wieder heim. Ja, ich gehe jetzt auch heim. Also. Ach, deswegen war mein Inventar jetzt plötzlich so voll, weil ich habe natürlich jetzt keine Rüstung mehr angehabt. War jetzt mein Inventar wieder leerer. Was, Lehrer? Um vier Slots, ja. Was teachst du denn? Hä? Was talkst du denn hier so jetzt? Wow. Ah, ich weiß, wie man die Blitze kriegt. Shift gehalten und dann leer und dann
kommen so blaue Pfeile und dann hüpfe ich und dann, keine Ahnung. Was, Blitze? Was fahren das? Was talkst du denn jetzt so? Was Julia mal erzählt hat. Ja, das hatte ich ja, auch mal. Ja, es war irgendwie eine Aus... Irgendwas ja, mit drück, Ausdauer. Drück mal Shift, halt's gedrückt und dann tu hier Leertaste gedrückt halten. Und? Dann? Dann kann man höher springen. Vielleicht, wenn man Nahrung gegessen hat und nicht so wie ich. Das kann sein. So, haben wir hier noch irgendwie was ich mitnehmen muss? Samen oder sowas? Das wird hier richtig schön am Ende werden. Ja. Ich sehe das schon, Ich sehe auf jeden Fall hier Zombies rumlaufen. Jede Menge. Hi. Hätte ich eine richtige Schlafsack. Hast du einen Schlafsack? Können wir mal eben kurz Pause schlafen? Von mir aus? Da. Gott, Alex, was? Wie kommst denn du da hin? Bin hier hochgesprungen. Okay, ich bin im Bett. Gute Nacht. Von dem Gebäude aus, das wir gerade versuchen auszuräumen. Das war ein weiter Sprung. Ernsthaft? Das war ein sehr weiter Sprung. Entschuldigung. So haben wir das nicht ausgemacht. Ich? Weil das dachte. Grad, du hast mir auch kein White Cheddar Holz mitgebracht, ne? Nein? Ja, und eine Spinne Grumpel. Auf dem Dach hinterlässt du mir. Ja. Richtig. Not nice. So, perfekt. Und da geht's wieder raus. Wie viel habe ich jetzt? 51. Das ist jetzt noch gar nicht mal so viel. Da sind noch welche. Ich habe jetzt meine portable Taschenlampe. Ich habe einfach den Kürbis hier abgebaut und nehme den immer mit. Stimmt, der Kupferkriegshammer ist auch viel stärker als das Schwert. Ich sehe es auch gerade. Julia, wo ist denn das Leder reingeräumt? In welche, Bei heute. Heute? Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Leder ist ja auch nichts anderes als eine Haut. Leder jo. Ist Haut. Heute. Wo ist denn heute? Heute, da oben. Heute Morgen, ich Mittwoch. Sorgen, was? Was? Baust du es ist Donnerstag. Ja, jetzt ist Donnerstag, ja. Habe. Ja, bei mir auch. Boah, ich habe so viel zu essen gekriegt aus meinem Report-Bag. Ich werde jetzt erstmal wieder was essen. Ja, ich konnte mich auch einmal voll futtern. Ich meine, nichts drin ist. Kann man Tintenfisch essen? Ach, bestimmt. Nee. Oh, die Tomate. Muss man sicher braten oder so. Ich hab Salz. Sojabohnen, lecker. Ich hab schon wieder eine blöde Motten. Aber ich hab Quatschsamen gekriegt, super. Seetang. Was ich nicht alles kriege. Ja. Ich hab keinen Essen Seetang gekriegt. Bekommen? Ich hab noch Blaubeeren und ich hab noch rote Paprika. Oh, geil. Hey, warum kriegt ihr Essen und ich? Mann. Oh, arme Ria. Kupferschaufel. Alles klar. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Weg damit. Das auch weg. Das packen wir hier rein. In Zukunft müssen die Leute dann für Ria die Reward-Bags aufmachen. Ich hab 19 Weizensamen. Gut. Wir machen das einfach so, wenn wir mal wieder vorhaben, oder wenn wir vorhaben, dann Gäste in unsere Folgen zu holen, falls da mal jemand Bock hat, dann machen wir ein Auswahlverfahren. Jeder bekommt 5 Reward-Bags und der das Beste rauszieht, darf mitmachen. Das mit den Gästen war ja schon immer eine gute Idee, aber das Problem... Meldet sich keiner. Nee. Das Essen? Das, nein. Baustoffe, was soll der hier machen, außer für uns farmen? Ja. Ja. Stimmt, aktuell ist es noch echt schwer. Ja, ich würde gerne welche einladen, aber man kann halt nichts machen, außer für uns zu farmen. Ja, es ist wohl wahr. Habe ich da ein bisschen was? Hier ist die Höhle, perfekt. Dann habe ich so quasi hier dann alles abgegrast. Dann nehme ich noch diese Stufen hier mit und dann habe ich genügend Baumaterial, um mein Haus einen Schnee zu machen. Oder was heißt, ich sage immer mein Haus, aber es ist ja eigentlich gar nicht mein Haus, es ist ja nur eine Schmiede. Wir müssen echt mit diesen Beeren müssen wir echt mal aufräumen. Wir haben so viele Beeren. Ja, du wolltest sicher ja demnächst ein Thema annehmen. Will ich ja. Noch mehr, ich muss irgendwo hinpflanzen. Läuft ja nicht davon. Ja, stell dir erstmal hin.
Wir blicken halt bald nirgends mehr durch. Notfalls pack sie einfach in eine Kiste dorthin. Gib mir eine Sekunde, Mann. Ich muss hier nur ein paar Fenster fertig machen. Die Folge ist eh schon wieder vorbei. Wir brauchen richtig viel Platz dafür. Nee, noch nicht. Es sind 4 Sekunden, ja? Also, tschüss, bis dann. Haut raus.